was in dieser Folge geschehen wird. Ja, Annick Charmotta, ihr habt noch jetzt, nie richtige Männer gesehen. Puh, Annick Ambak. Und red Deutsch mit mir! Was bist du denn für ein Vogel? Ist das kein Rassismus, was er gesagt hat? Warum sind sie gefesselt, Habibi? Warum nennst du mich Habibi? Habibi, das ist so meine Art, ja. Warum bist du gefesselt und bist blutverschmiert? Was ist passiert mit dir? Das passiert. Guck mal, das ist deswegen, die neuen Leute nennen mich immer alle frauenfeindlich. Aber wenn du zu Hause auf deinen Mann warten würdest und nicht draußen rennen würdest, wie ein Nachbar, das würde nicht passieren. Können sie etwas freundlicher sein? Ja, aber Habibi, sie ist ja keine Frau, die jetzt zu Hause irgendwie so... Ja gut, wir sind hier keine Habibis oder sonst irgendwas. Könnten sie einfach ein bisschen, ne? Der Ton macht die Musik. Okay, Habibi, kein Problem, Habibi. Ich lasse euch in Ruhe. Versuchen Sie bitte mal vernünftig zu reden. Ja, wie soll ich denn reden, Habibi? Während du jetzt auf mich losgehst, die Kachbar geht weg. Guck, wolltet ihr sie nicht festnehmen? Können Sie bitte die Beleidigung lassen? Nein. Ja, Annick Charmotta, ihr habt noch nur richtige Männer gesehen. Ja, das. Jetzt werde ich nämlich auch sauer. Okay, Habibi, ich gehe, aber ich gehe nicht ohne. Puh, Annick Ambak. Annick Schuh! Schuh, nein, nein, nicht tasern! Nicht tasern, Habibi! Nicht tasern! Fühlst du dich jetzt, Habibi? Fühlst du dich jetzt? Was guckst du, du Hund? Gucken, was los? Ah, Baby, zu mir wird eingefallen. Geh mal von drinnen ein Messer holen und erteile der Kachba eine Lektion. Du kriegst von mir Geld. Nee, guck mal, da kommt noch einer. Ich muss weg. Ne? Ich dachte, du bist ein Mann. Hast du Probleme oder was? Ich dachte, du bist ein Mann, ah, Baby. Ja. Was los, Ahu Charmotta? Ja, ich muss hier jetzt warten oder was? Was los? Ja, Ahu Charmotta, was machst du, Habibi? Was macht ihr? Was los? Sag an, was du mit mir machst, Habibi. Hast du deine Zunge verschluckt? Auch nicht am Back! Was machst du? Was machst du? Er ist weg! Ich bin der Gefangene, warum zielst du auf mich? Ich bin der Gefangene, hallo! Ach komm! Walla, ich bin der Gefangene, der war einer... Walla, halt doch einfach mal die Schnauze jetzt! Ja, aber warum zielst du auf mich? Der ist weg, er ist weg, er ist schlafen! Ja, haben Sie eine Dashcam-Aufnahme? Habibi, ich habe gar nichts. Dashcam-Aufnahme. Habibi, ich war es nicht. Ich würde den so gerne gerade in den Kopf schießen. Es tut mir sowas von leid, aber sowas Dummes. Hast du einen Beweis, dass ich gefesselt von hinten nach vorne und dann von vorne nach hinten gegangen bin? Wenn nicht, dann bist du ein Ahu Charmotta. Rede nicht so eine Scheiße. Geh bitte einfach in dein Land zurück. Lack, das ist mein Land, ja, Ahu Charmotta, RBM-Bug. Kinderland zurück, Bro. Alter, wenn du jetzt nicht sofort die Fresse hältst, ne, knall ich dich über den Haufen. Es ist mir egal, ob ich dann eine Ausreise kriege oder nicht. Er telefoniert mit einem Admin. Und warum schreitest du nicht ein? Was soll ich denn einschreiten? Wenn dein Kollege so eine Scheiße macht? Warum? Guck mal, du schützt ihn noch. Du schützt ihn noch. Annick Charmotta, ihr dreckigen Weine. Annick Ambak. Annick Achtak Charmotta. Ja, Annick Ambak. Auf deine Fresse, Bohund. Da haust du die Tasten, ne? Einmal die Endo. Endo. Hallo, ja. An die, umdrehen, an die Ende, an die Ende. Habibi, er ist einfach umgefallen. Habibi, ich war das nicht. Habibi, ich war das nicht. Nix, Habibi. Habibi, ich hab noch nicht mal meine Rechte vorgelesen bekommen. Ihr habt mir keinen Anwalt gegeben. Ich steck mich einfach rein. Ihr habt mir nicht Alter, mal gesagt. Alter, brüll nicht so! Halt deine Fresse! Ihr habt mir noch nicht mal gesagt, komm warum. Ich rein und taser dich, mein Freund. Halt die Fresse jetzt und brüll nicht so! Lass normal reden! Hast du die Eier? Was für ein komplexes Team, Mann! Hast du die Eier, ohne Taser reinzukommen? Hä? So, und jetzt reden wir mal auf einer ganz normalen Ebene. Du kommst jetzt runter, fährst ein paar Gänge runter und senkst deinen Tonfall. Wenn du, verstanden? Wenn du vernünftig mit mir redest, ich rede auch. Du senkst jetzt erstmal deinen Tonfall und brüllst dir nicht rum, verdammt nochmal. Und red Deutsch mit mir. Was bist du denn für ein Vogel? Halt deine Fresse, ihr habt mich festgenommen, ihr habt nicht gesagt, warum. Du gehst ins Gefängnis, mein Freund, du hast einen Beamten niedergeprügelt. Sag, wie, ich hab ihn niedergeprügelt, wie? Der Typ hat mehrere Verletzungen, der hat eine Kopfverletzung, eine Brustverletzung und eine Beinverletzung. Wie erklärst du dir das? Habibi, kann das... Habibi! Bist du Chef? Ich bin Chef.
Ich schwöre auf alles. Guck mal, er hat zu mir heute gesagt, genauso original. Ich war gefesselt, er zielt mit Waffe auf mich und sagt, geh wieder zurück in dein Land, wo du hergekommen bist, du Stückchen. Ich würde den so gerne abknallen und so. Neben diesem Hund, der gerade da auf dem Boden liegt. Aber du kannst nicht einfach einen Polizisten niederprügeln. Ich habe ihn nicht niedergeprügelt. Und soll ich dir was sagen? Es ist mir langsam egal, was du denkst, aber ihr könnt nichts beweisen. Ihr könnt mich nur reinstecken aufgrund von Verdächtigungen. Du denkst, ich habe ihn verprügelt. Wie gesagt, wir werden seine Aussage aufnehmen. Wenn er sagt, er hat dich du hast ihn niedergeprügelt, gehst du dafür in den Knast. Und zwar wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Tod. Ja, ja, versuch den Totschlag, wenn dann bist du schief geworden, du Arschloch. Nee, versuch. Halt deine Fresse. Was bildest du dir denn ein, wer du bist? Ich bin Hamoudi Abbas. Hast du was dagegen, du Hund? Habibi. Bleibst du uns nochmal als Nazi, bekommst du die Ausreise, verstanden? Habibi, er hat zu mir gesagt, geh in dein Land zurück. Na. Ja. Wo sind wir hier gelandet? Sind wir hier im Chaotenstaat oder was? Nein. Wenn du sowas abziehen möchtest, fahr nach Dortmund und zieh so eine Scheiße da ab, ganz ehrlich. Okay. Aber nicht hier. Fahr einen Gang runter Habibi. Und red mit den Leuten normal. Okay. Und hör auf mit deinem scheiß Habibi. Okay, pass auf, das Dorf, wo ich herkomme, hat anderer Akzent. Und der Mann, okay, ihr akzeptiert nicht das Wort Nazi, kein Problem. Aber er ist ein Rassist. Er hat zu mir gesagt, geh in das Land zurück, wo du hergekommen bist. Ich würde dich ja, so gerne... Ja, das habe ich so gesagt und das gibt ich würde dir so gerne in den Kopf schießen. Moment! Was hat er gesagt? Wo ist jetzt da bitte schon die rassistische Beleidigung im Hintergrund? Warum soll ich denn in mein Land wieder zurückgehen? Hä? Warum geht er davon aus, dass ich, keine Ahnung, nicht Deutscher bin? Vielleicht ich habe deutschen Pass. Das hat doch überhaupt gar nichts damit zu tun. Doch, vielleicht habe ich deutschen Pass. Dass du dich aufführst. Ich habe einen deutschen Pass, Selma Leise. Ich rede mit deinem Chef. Ich rede mit deinem Chef. Misch dich nicht ein. Ich habe denselben Pass, den ihr auch trägt. Er sagt zu mir, geh in dein Land zurück, wo du herkommst. Und du sagst zu mir, was hat das mit Rassismus zu tun? Ja, du bist aber irgendwie im Irrglaube. Du darfst das eine mit dem anderen, was hier gerade passiert, nicht vergleichen und übernehmen. Wenn er sagt zum Beispiel, du sollst in dein Land zurückgehen, das heißt, du bist hier in Los Santos. Sure. Meint er vielleicht damit, dass du nach Deutschland zurückgehen sollst oder nach die Türkei zurückgehen sollst. Er hat aber nicht damit ausdrücken wollen, du sollst jetzt deine Sachen packen und dahin zurückgehen, wo der Pfeffer wächst. Nein, das hat er auch nicht gesagt. Er hat gesagt, in dein Land. Du gehörst nicht hierher. Nein, er hat genau so wörtlich gesagt. Ist nicht Rassismus? Ich verstehe, was du meinst. Ist das kein Rassismus, was er gesagt hat? Nein, das ist kein Rassismus. Ach, Scharmutter, doch ist es. Nein. Doch. Du kannst nicht als Ausländer hierher kommen, oder als Deutscher, Entschuldigung, hierher kommen und sagen, das ist Rassist. Nein, natürlich nicht. Wenn du selber sagst, du bist Deutscher mit einem deutschen Staatspass, dann kannst du keinen Deutschen als Rassist beleidigen, wenn du doch selber deutscher Staatsbürger bist. Warum kann ein Deutscher einen anderen Deutschen nicht als Rassist bezeichnen, wenn er sich doch rassistisch benimmt? Außerdem, nicht nur Deutsche sind rassistisch. Es gibt auch arabische, türkische, es gibt alles. Aber er ist nun mal das, was er ist, und er ist rassistisch geworden. Und mir ist das egal. Halt mal, sei mal kurz still. Woher soll ich wissen, dass du aus Sachsen kommst? Ich weiß das doch gar nicht. Man hört das. Ich höre das nicht. Ich wusste nicht, du kommst aus Sachsen. Ich beurteile dich nach dem, wie du mit mir rumgegangen bist. Du hast zu mir gesagt, geh in dein Land zurück. Du hast mit einer Waffe auf mich gezielt, während ich Handfesseln hatte. Und noch gesagt, ich würde dich so gerne erschießen. Und dann sagst du zu mir, ich darf ihn nicht Rassist nennen? Du bist der dreckigste Sack. Du bist eine Schande für Sachsen. Du bist eine richtige Schande für Sachsen. Du bist ein dreckiger Rassist. Es soll bitte jemand kommen. Ja, du bist Rassist. Ich bin schwul. Schwul kann auch Rassistin sein. Ich bin nicht ganz Jungs, deutsch. Ich glaube, das nimmt jetzt und ich bin Sachse und bin rassistisch. Habibi, Schwule können auch rassistisch sein. Jeder kann Rassist sein. Und wenn du aus deinem Mund kommst, geh dein Land zurück. Dann bist du ein Rassist. Ja, auch Scharmota, hä? Anik Ambak Scharmota, Erebe Embak. Ich kann auch Türkisch, aber ist okay. Ey, du Hund, das ist gar kein Türkisch, das ist Libanesisch-Arabisch. Ich rede Türkisch. Ja, Scharmutter, Erbe, Embak. Simbe, du bist ein kleiner Simbe. Ich kann auch Türkisch. Beleidigst du mich jetzt noch weiter? Du bist ein Simbe. Zeppelin, Ida, Bertha, Ida. Schreib dir kannst das auf. Kannst du bitte aufhören zu schreien oder kannst du, wurdest du zu wenig geschlagen in deiner Kindheit? Kann das sein? Habibi, ihr seid solche kleinen Hurensöhne. Wie kann man so querschnittgefickt sein wie ihr? Wie kann man so geistig behindert sein wie ihr, Habibi? So, komm rein mit deiner Fäuste, mit deiner Fäuste rein. Lass mal Waffe draußen, ja, du kleiner dreckiger Hundesohn. Komm mal, auch Charme. Ah, er schlägt durch Tür. Das ist ja sehr realistisch. Ich fick deinen, komm her. Komm, lass kämpfen wie Männer. Du hast noch nicht abonniert? Runter von meinem Kanal. Unglaublich. Hat er mich gerade kachbar?
genannt? Mustafa. Hat er mich gerade Kachmann? Ja, darf ich fragen, was das jetzt hier gerade für ein Chaos sollte, was du hier so angerichtet hast bezüglich auch den Worten, die du hier gebracht hast? Denn was wird mir denn vorgeworfen, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, dass du ziemlich rassistische Äußerungen genannt hast, auch sowas wie Nazi und sowas. Bin ich rassistisch geworden? Ja, bist du. Mehrmals. Wie bin ich denn rassistisch geworden? Du hast den Kollegen als Nazi bezeichnet, dann hast du ihn als schwulen Rassisten bezeichnet. Nein, das stimmt nicht. Und doch, das hast du. Und das vor versammelter Mannschaft. Pass auf, bevor du weiterredest, ich habe alles. Warum Habibi? Wir sind doch jetzt OOC, oder? Bleib doch mal locker. Ach, jetzt auf einmal bist du OOC. Du hast die ganze Zeit OOC gelabert. Nein, ich war die ganze Zeit im IC-Charakter. Warum gehst du davon aus, dass ich OOC gelabert habe? Ihr habt doch die ganze Zeit nichts gesagt. Und ich habe alles auf Aufnahme, ja? Deswegen. Ach, auf Aufnahme. Ja, kannst du gerne machen, aber du hast mehrmals rassistische Äußerungen auch gegenüber uns gesagt. Also ich bin euch, ja, das habe ich gesagt. Ja, weil du gesagt hast, der Kollege hat gesagt, geh in dein Land zurück. Genau. Hast du gesagt, er ist ein Rassist. Und das hast du mehrmals gesagt. Und dann hast du auch gesagt, wir sind alles Nazis. Nicht alles, nicht alle. Das habe ich nie gesagt, dass ihr alle Nazis wärt. Deswegen, wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich ja nicht darum gebeten, dass der andere, der schwarze Kopf mich festnimmt. Und wie gesagt, ich habe alles auf Clip. Also der Polizist, und ihr seid gerade live on stream. Also bitte, ja, ich habe... Das kannst du gerne haben, aber den Permaban bekommst du. Ich bekomme trotzdem den Permaban? Warum denn? Ich habe doch alles on stream, also hallo? Wo ist denn hier bitte die Admine? Oh, ich habe den Server geleakt. Ah, oh, das wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht, Jungs. Ich habe nur den Teamspeak ausgemacht. Das war jetzt nicht mit Absicht. Es war nicht mit Absicht. Süß, mach lieber schnell. Das nächste Flugzeug, was jetzt kommt, ist voll mit Hyänen in einem Flugzeug, die gerade auf dem Server landen. Hast du Probleme in der Einreise? Ja. Die drehen hier gerade alle ein bisschen durch. Ich hab gesagt, der nächste Flugzeug ist voll mit Wölfen. Also hier wurde ich gebannt und mein Stream mit OBS ist komischerweise natürlich dabei abgestürzt. Aber natürlich habe ich mir das Suppengespräch nicht entgehen lassen. Von wem wurdest du denn gebannt? Jill. Ohne Grund. Von mir. Warum wurde ich denn gebannt? Ich war doch im Support. Stand also in erster Linie würde ich dich erstmal bitten, dass du dich mutest in deinem Stream. Ja. Du kennst ja sicherlich unsere Regeln, hast ja gelesen, ne? Darf ich mal fragen, wer du bist? Ich bin Jill, ich bin diejenige, die dich gebannt hat. Achso, und ich soll jetzt meinen Stream muten, damit die Leute nicht mitbekommen, was für eine Scheiße du hier abziehen möchtest, oder? Wieso, was für eine Scheiße? Warum soll ich meinen Stream muten? Hä? Was soll der Scheiße? Du bist ja bei uns nicht unbekannt, also von daher. Warte, was habe ich denn bei euch gemacht? Habe ich anderen Usern gesagt, ich weiß nicht, aber macht es dir wirklich Spaß, auf Servern zu gehen und da so ein bisschen Trolling zu betreiben? Das ist für dich Trolling? Freust du dich jetzt? Bist du jetzt glücklich oder so? Nein, ich frag mich nur, woher du das aus deinem Kopf ziehst, dass ich getrollt hätte. Fehlen dir die Argumente? Warte. Fehlen dir irgendwelche Argumente oder so? Ist die vielleicht so mad? Musst du irgendwie cool sein vor deiner Community? Nein, muss ich nicht. Du machst dich lächerlich, nicht ich. Hallo, jetzt halt mal bitte alle die Klappe, okay? Danke. Das ist mir scheißegal, was hier gerade abgeht oder sonst irgendwas. Fakt ist, dass du bzw. deine Community jetzt hier gerade auf den Server joinen und meinen, die Scheiße bouncen müssen. Das ist ein RP-Server und kein Cisco, was auch immer Scheiße, was hier abzieht. Ich weiß nicht, mit was wir... Ja, also benehme ich gerade deine Leute. Guck mal, ich bin für die Leute nicht verantwortlich, weißt du schon, ne? Bist du für mein Handeln verantwortlich? Nein. Ja, aber trotzdem wird sowas nicht geduldet. Ja, dann bann die doch, hä? Was willst du von mir? Alarmband. Aber natürlich werden wir dich auch runterholen, damit du dir auf diesen Server keine Leute in dieser Klasse mehr reinbringst. Ich darf jetzt nicht mehr streamen, wenn ich auf eurem Server spiele. Willst du mir das damit sagen? Ich wüsste jetzt nicht, dass du jetzt eine Streaming-Anfrage gestellt hast oder sonst irgendwas. Ach, brauchst du eine Streaming-Lizenz? Ja, wenn du das Regelwerk gelesen hättest, dann wüsstest du das. Ich brauche eine Streaming-Lizenz, achso, und 5M sagt auch, dass man eine Streaming-Lizenz braucht, ne? Pass auf, 5M sagt es nicht, aber soll ich dir was sagen? Das interessiert mich auch ehrlich gesagt relativ wenig. Natürlich streamst du unseren Namen, repräsentierst unseren Server, du ziehst gerade unseren Server damit runter. Ich zieh deinen Server runter, weil deine User Scheiße bauen? Weil die einfach zu dumm sind, um zu argumentieren? Meine User bauen Scheiße oder bist du gerade der hier ein Inkompetente? Warum? Was hab ich denn für eine Scheiße gebaut? Wer rennt denn in der Suppe, der gerade auf dem Boden lag und jetzt sofort in der Suppe rennen muss und sich beschweren muss? Ich hab Paul RP gemeldet. Ich kann kein RP, ihr habt mich abgeklärt. Ja, habt ihr doch gemacht.
Wenn eine Waffe gezogen wird oder auf dich gerichtet wird, ist es kein Power-RP. Was verstehst du daran? Ich habe mich abgeknallt. Hast du das Regelwerk anders als Regelwerk gelesen? Ja, wenn du in dein Regelwerk, wenn du in dein Regelwerk reinschreibst, dass ihr der beste Server der Welt seid, bist du dann der beste Server der Welt? Nicht mehr hier spielen, verstehst du das? Nein, bitte nicht. Das ist doch der beste Server. Du kannst doch auch so gutes RP. Ich habe noch nie so gutes RP gesehen, bitte. Ich kann auch zu Sparta gehen, dann kannst du bei Ingo weitermachen oder so. Ich glaube, das Gespräch ist beendet. Du kannst ja jemand anders suchen, ne? Nein, wirklich? Seid ihr jetzt nun tot? Seid ihr zu blöd, um zu argumentieren? Ich kann doch zu Sparta gehen, sagt der Dicker! Zu dumm, um zu reden, Digga. Die sind einfach maximal zu dumm. Und dann sagen die, nur weil du zu blöd bist für RP spielen? Na, was für ein RP, du Opfer. Geh in dein Land zurück, ist für dich nicht rassistisch. Wenn ich sage, man kann der schwarze Kopf mich festnehmen, weil von dem Rassisten will ich nicht festgenommen werden, ist für dich rassistisch. Das ist auch Power-RP. Du weißt gar nicht, was RP bedeutet. Digga, die ziehen Knarren. Ich bin in der Zelle und knall mich als Kopf ab. Und dann sagen die, das ist doch kein Power-RP. Die sind so bescheuert, Bruder. So, erstmal mutest du deinen Stream. Halt deine Fresse, wer bist du überhaupt? Und ihr habt gerade gehört, ne? Wir sagen dem auch noch, dass es laut 5M-Regularien gar nicht erlaubt ist, so eine Scheiße von sich zu geben. Du brauchst hier eine Streaming-Lizenz. Und was sagt er? Es ist mir scheißegal. Also er sagt mit anderen Worten, dass er ein Hurensohn ist. Das ist nichts anderes. Er scheißt einfach drauf. Bruder, ich glaube, die machen die Einreise jetzt erstmal zu. Wir machen das mal so. Ich komme mal in den Discord und ihr schickt mal in Medien rein, was ihr da so auf dem Server gemacht habt. Da haben wir noch ein bisschen was zu lachen. Da könnt ihr ja mitgucken. Die gucken ja safe hier gerade mit, die kleinen Fanboys. Falls es wen interessiert, Gespräch mit Supportern, warum alle gebannt wurden von Kicks. Das ist tatsächlich unsere erste Trollerphase, beziehungsweise unsere erste Flutung, sei es mal. Ja, aber ihr seid doch froh vielleicht, also klar auch, wenn da jetzt ein bisschen Troller bei sind, aber vielleicht bleiben ja 10 Spieler am Ende des Tages, so wisst ihr, wie ich meine? Soweit denken die gar nicht, Bruder. Um auf so etwas zu kommen, dafür sind die zu blöd. Das, was du gerade sagst, ist also gesunder Menschenverstand. Ey, da kommen gerade 20, 30 Leute rein. So, die meisten von denen werden hier wahrscheinlich reinficken. Da wird wahrscheinlich gemoddet, da wird höchstwahrscheinlich getrollt, RDM, VDM. Nimm dir doch die Zeit, du dämlicher Vollhorst, und bann diese Leute weg. Und die Leute, die sich benehmen, lässt du drauf. Vielleicht bleiben die ein oder anderen Series hier drauf. Die kommen gar nicht auf sowas, Bruder. Auf sowas kommen die gar nicht. Was du denen da sagst, erfordert ja so ein bisschen Menschenverstand. Aber da bist du bei denen falsch, Digga. Ich war gerade am MD, aber da war kein Medic. Und da kam halt irgend so ein Typ und der hat mir aber abgestochen. So. Echt? Ja. Ja, was machen wir da jetzt? Ja, der ist auch mit dem Polizeiauto rumgefahren, ich weiß nicht. Wollt ihr da einen Clip sehen, oder? Gerade gewiped, also von daher kann das durchaus mal vorkommen. Achso, das war ein Troller, oder wie? Ja. Ja. Achso, und ihr seid ein übelster Huren, so ein Server und wiegt alle 300 Kilo, oder wie? Ich hab deine Mutter gefickt. Ich bin heute Hartz IV beantragen, Hurensohn. Na komm, bann mich. Der kam so trocken, Digga. Alex, hörst du uns? Alex. Ne, das hat er hinter, ich hab den Bumping Trollen. Hä? Wieso liegen die da? Warum ich da liege? Weil er mich erstochen hatte, wo wie der Michael ausgesehen hat. Deswegen war die mad und hat mich mitgebannt. Deswegen. Die hat sich danach befriedigt gefühlt. Mann, Michael, warum stichst du sie denn ab, Alter? Wen willst du f***en? Wen? Du dumme Sau! Are you OOC, Matt? Mach doch!